Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei der Schuppenflechte. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoff in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin angekommen bei einem rot bewerteten Wirkstoff, der wenig geeignet ist bei der Behandlung von Schuppenflechte. Das ist Fumarsäureester, innerlich angewendet. Ich lese vor. Fumarsäureester in Klammern innerlich. Fumarsäureester können das Wachstum der Hautzellen bremsen, womit der Schuppenflechte die Grundlage entzogen wird. Gleichzeitig beeinflussen Fumarsäureester den Zellstoffwechsel, sodass weniger entzündungsfördernde Stoffe produziert werden. Die Bewertung rot, wenig geeignet bei Schuppenflechte. Die therapeutische Wirksamkeit von Fumarsäureestern ist unsicher. Sie können aber zu sehr schweren, unerwünschten Wirkungen führen. Allenfalls vertretbar, wenn besser bewertete Mittel nicht vertragen werden oder nicht ausreichend wirksam waren. Der erläuternde Text. Die therapeutische Wirksamkeit von Fumarsäureestern im Vergleich zu einem Scheinmedikament ist nicht gut belegt. Es liegen aber Meldungen zu erheblichen unerwünschten Wirkungen unter Fumarsäurederivaten vor. So können Blutbildveränderungen auftreten, die eine geschwächte Immunabwehr nach sich ziehen. Wegen dieser wiederum unter Umständen lebensbedrohliche Infektionen auftreten können. Ich lese das nochmal vor. So können Blutbildveränderungen auftreten, die eine geschwächte Immunabwehr nach sich ziehen, wegen dieser wiederum unter Umständen lebensbedrohliche Infektionen auftreten können. Bei schwerer Psoriasis sollten andere Medikamente, deren Wirksamkeit besser belegt ist, vorgezogen werden. In Klammern zum Beispiel Methotrexat oder Biologica wie Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Klammer zu, was auch immer das ist. So. Biologica. Ich weiß auch nicht, was Biologica sind. Wichtig zu wissen. Fumarsäureester dürfen nur in langsam steigender Dosierung angewendet werden. Nach 4 bis 6 Wochen sollte sich die Schuppenflechte bessern. Dann sollte die Dosis auf die geringstmögliche Menge abgesenkt werden, um das Risiko für unerwünschte Wirkungen niedrig zu halten. Während der Behandlung sollten Sie täglich mindestens 1 bis 2 Liter Flüssigkeit trinken. Wenn das Medikament eingesetzt wird, sind Kontrolluntersuchungen, vor allem die der Blut-, Leber- und Nierenwerte, strikt einzuhalten. Wenn Nieren- oder Lebererkrankungen existieren, sollten Fumarsäureester gar nicht angewendet werden. Verschlechtert sich das Blutbild und hat es sich trotz Anpassung der Dosis nach 4 Wochen immer noch nicht normalisiert, muss die Therapie abgebrochen werden. Wenn Sie schwanger werden wollen, sollten Sie nicht mit Fumarsäureestern behandelt werden. Bei mehr als 1 von 1000 Behandelten verschlechtern sich bei Anwendung der Wirkstoffe die Nierenwerte. Fumarsäureester dürfen Sie nicht zusammen mit Medikamenten einnehmen, die Leber oder Niere schädigen können. Dazu gehören Arzneimittel wie Methotrexat und Immunsuppressiva, die bei Krebs und Rheuma, aber auch bei Schuppenflechte eingesetzt werden. Außerdem
Zytostatika, in Klammern bei Krebs, Klammer zu, Cyclosporin, Klammer auf, nach Organtransplantationen und ebenfalls bei Schuppenflechte, Klammer zu, Retinoide, Klammer auf, bei Akne oder auch Acitretin bei Schuppenflechte, Klammer zu, und Psoralene, Klammer auf, zur Puvatherapie bei Schuppenflechte, Klammer zu. Die Wirkstoffe können starke bis gefährliche Nebenwirkungen haben. Eine schwere Form der Blutbildstörung, die insbesondere durch die Abnahme an weißen Blutkörperchen gekennzeichnet ist und mit dem Risiko für Infektionen einhergeht, kann vorkommen. Ebenso kann es zu einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie in Klammern PML kommen, was auch immer das ist. Eine durch Viren bedingte Veränderung der weißen Hirnsubstanz, also von Nieren. Viren wird das Gehirn gefressen. Was nicht alle gibt. Mir ist das noch nicht unter die Augen gekommen, dass es sowas gibt. Das Gehirn von Kugeln weggelutscht kenne ich, aber das sowas nicht. Diese unter Umständen tödlich verlaufene Erkrankung wurde während der Behandlung mit Fumarsäureestern in Einzelfällen beobachtet. Anzeichen dafür können Denk- und Orientierungsstörungen, Sinnestäuschungen und Verwirrtheit sein. Es ist eine Vireninfektion, wir haben auch im Mikroskop nichts gefunden. Aber auch eine gestörte Empfindungsfähigkeit auf einer Körperseite. Sie haben Viren, die lutschen das Gehirn weg. Eine neue Form von AIDS. Wenn Sie derartige Beschwerden feststellen, müssen Sie sich sofort an einen Arzt wenden. Herr Doktor, ich habe eine Virusinfektion, die weiße Substanz in meinem Hirn. Ich dachte immer, es heißt graue Masse, aber egal. Oh. Ich weiß nicht, was man alles in einem Buch schreiben kann. Ich werde sogar rot dabei. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei denen passiert das mit der Virusinfektion und der weißen Substanz auch. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollen nicht mit Fumarsäureestern behandelt werden, weil keine ausreichenden Erfahrungen zur Wirksamkeit und Verträglichkeit vorliegen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Daten vor. Sicherheitshalber sollten Sie die Arznei nicht anwenden. Wie heißt das nochmal? PML heißt das. Ich kenne PMS. PML kann ich bisher nicht. So, es geht weiter mit Glukokortikoid und Harnstoff äußerlich angewendet. Und das ist grün bewertet, geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen und zeitlich begrenzten Behandlung.